Was tun, wenn dich jemand schlecht behandelt? Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP-7-Jahres-Clubs. Und mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in 7 Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Kennst du das Gefühl, dass dich jemand schlecht behandelt? Wer ist daran schuld? Du wirst sagen, offensichtlich der andere. Ich habe ja nichts gemacht. Der andere behandelt mich schlecht. Aber es gibt immer die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen. Und Verantwortung bedeutet, dass du sagst, es liegt nicht an den Umständen, nicht an den anderen, sondern an mir. Wenn du bereit bist, in diese Richtung zu denken, dann habe ich einen ganz wichtigen Vorschlag für dich. Versuche zu verstehen, dass du andere trainierst. Du trainierst andere, wie sie dich behandeln sollen. Vielleicht sagst du, das ist aber jetzt mal ein echt komischer Denkansatz. Vielleicht findest du ihn aber auch spannend. Denn ich glaube, es ist tatsächlich so. Wir trainieren andere, wie sie uns behandeln sollen. Wir lehren andere, wie sie uns behandeln sollen. Wenn du es nämlich zulässt, dass man dich herumschubst oder dass man dich wie ein Opfer behandelt, wenn du es zulässt, dass man dich runterputzt, dass man dich auslacht, wenn du das zulässt, dann trainierst du andere Menschen, dich schlecht zu behandeln. Dann lehrst du andere Menschen, sowas kann man mit mir machen. Ich weiß, das ist ein kritischer Gedanke und es gibt möglicherweise da auch viel Widerspruch, aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, es ist wichtig, du darfst kein Opfer sein. Du darfst kein Opfer sein. Wenn dich jemand schlecht behandelt, wenn er das einmal tut, dann liegt es wahrscheinlich nicht an dir. Ich sage wahrscheinlich und ich erkläre auch gleich warum. Aber bleiben wir erstmal bei dem Gedanken. Wenn dich jemand schlecht behandelt, dann liegt es wahrscheinlich nicht an dir. Aber du hast es trotzdem auf jeden Fall in der Hand, wie du jetzt darauf reagierst. Du kannst jetzt so reagieren, dass der andere das nie wieder tut. Nehmen wir mal ein Fußballspiel als Beispiel. Gegen einen Fußballfunktionär werden oft finstere Beleidigungen geäußert. Schmähplakate werden ausgerollt und fast immer hat man das hingenommen. Man hat gesagt, ja, das ist jetzt nicht wirklich schön, aber sollte es auch besser nicht tun, aber getan hat man nichts. Was hat man auf diese Weise gemacht? Man hat die Fußballfans trainiert, damit weiterzumachen. Man hat sie gelehrt, du kannst das ruhig machen, dir passiert eh nichts. Wir schimpfen ein bisschen, aber wir machen nichts. Wir empören uns so offiziell, aber wir werden dir nichts tun. Das war so lange so, bis zum 29. Februar 2020. Da hat Bayern gegen Hoffenheim gespielt. Und einige Bayern-Anhänger meinten, einen Funktionär von Hoffenheim beleidigen zu müssen. Auf eine ganz fiese Weise. Der Schiri hat das Spiel unterbrochen. Das war die erste neue Lehre. Er hat sie gelehrt, hallo, ihr kommt damit nicht durch. Ihr kommt damit nicht durch. Wenn ihr Plakate ausrollt, dann unterbreche ich das Spiel. Es waren die Fans aber nicht so leicht zu beruhigen und sie haben weitergemacht. Und der Schiri hat das Spiel wieder abgebrochen. Und diesmal hatten sich die Mannschaften von Bayern und von Hoffenheim in der Kabine dann abgesprochen. Sie kamen wieder aufs Spielfeld und haben aufgehört zu spielen. Sie haben nur noch den Ball hin und her geschoben. Ein Bayer zu einem Hoffenheimer, ein Hoffenheimer zu einem Bayer. Und auf einmal haben sie die Fans etwas anderes gelehrt. Du kommst damit nicht durch. Du hast dann die Reise zu dem Fußballspiel umsonst gemacht. Du siehst kein Spiel mehr, wenn du deine Beleidigungen rausholst. Dann hören wir nämlich auf zu spielen. Natürlich finden die meisten Fans das Verhalten der wenigen beleidigenden Fans schlecht. Und sie finden es auch besonders schlecht, wenn sie dann kein Spiel mehr sehen können. Was ich sagen will ist, wir haben viel mehr Möglichkeiten, als wir uns eingestehen. Wenn wir uns nicht als Opfer sehen, sondern wenn wir darüber nachdenken, wie mächtig wir sein können. Dass wir tatsächlich nichts ertragen müssen, sondern andere lehren können, wie sie uns behandeln sollen. Wir können andere trainieren, wie sie mit uns umgehen sollen. Da gibt es zum Beispiel auch Rassismus, den ich furchtbar finde. Ich glaube, dass Fußballspiele sofort unterbrochen werden sollten, wenn rassistische Entgleisungen vorkommen.
Wir müssen uns bewusst werden, wie mächtig wir sind. Wir trainieren andere mit unserer Reaktion, wie sie uns in Zukunft behandeln sollen. Wenn wir nicht energisch gegen Missbräuche vorgehen, dann trainieren wir die Täter. Mach doch weiter. Mach einfach weiter. Ich sage dir, sei kein Opfer. Übernimm Verantwortung und sei dir bewusst, so wie du reagierst, so wirst du in Zukunft behandelt werden. Noch ein letzter Gedanke. Es gibt Menschen, die werden auch nicht ein einziges Mal schlecht behandelt. Weißt du warum? Weil sie eine bestimmte Ausstrahlung haben und die ist, ich bin kein Opfer. Ich bin mächtig. Behandle mich besser gut, sonst geht das nicht gut für dich aus. Vielleicht kennst du solche Leute, wo du selber das Gefühl hast, zu denen ist man besser höflich. Was ich damit sagen will, ist, du hast viel mehr in der Hand, als du denkst. Du bist viel mächtiger, als du denkst. Du kannst sehr viel mächtiger werden. Übernimm volle Verantwortung. Sei machtvoll und nutze diese Macht gut. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und wenn du Leute kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es bitte weiter und abonniere meinen Channel, damit du mehr solcher Videos sehen kannst. Du bist dann automatisch dabei, wenn ich dir die nächsten Tipps gebe und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst.